So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Wir haben letztes Mal erfahren, dass Gothic. Ach, das Gothic. Das, was hab ich denn schon wieder für ein Bullshit? Dass Gorn 1000 Goldstücke kostet, um den da wieder rauszuholen. Und ja, ich habe natürlich auch noch ein bisschen gemacht und getan. Wir können jetzt die Videosequenzen auch gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. So, und ich sehe, wir haben fast keinen. Das ist doch schon lange bekannt. Hier, ne, wisst ihr, ist, ne, klar. Ne, auf jeden Fall, wir müssen uns erstmal schlafen legen. Ich hatte hier eigentlich immer einen Error, wo ich mich schlafen legen wollte. Ich hoffe mal, das ist jetzt behoben. Dann bin ich nämlich immer in das Haus da gegangen, um zu schlafen. Dann gehen wir. Oh, ja, eigentlich gibt es kein anderes Bett. Dann lassen müssen wir da halt hin. So, wir gehen mal hier hin. Halt's Maul. So. Schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Jetzt käme eigentlich der Crash. Scheint behoben zu sein. Ja. So, so sieht's also aus, wenn es hier Tag ist in der Minenkolonie. Oh, ich dachte schon, halt, die greifen mich jetzt an. Ritter, Ritter, Ritter. So, wir sehen uns hier erstmal um. Kerolot. Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Okay. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Das ist nett. Zweihandkampf trainieren. Lass uns beginnen. Komm wieder. Oh, okay. Lass uns doch nicht beginnen. Ist das wirklich wahr? So, war das Tandro? Nein. War das Tandro? Ja. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, okay, Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Okay. Zeig mir deine Ware. Wir suchen eine Zweihandwaffe. Natürlich hat er nur Stabkeule. Super. So, wir verkaufen hier erstmal ein bisschen so, was wir haben. Naja, mehr haben wir auch leider nicht zu verkaufen. Ja, so gute Waffen sind da der jetzt nicht so wirklich. Rüstige Axt, großes Breitschwert. Hier, komm, reden wir doch mal mit dem Schmied. Was willst du? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Okay. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Okay. Reden wir mal Parlav. Hey, du. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Oh. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten? Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Okay, vielleicht können wir uns da ja drum kümmern. Gucken wir mal. Weil hier sind ja eigentlich, hier sind wir eigentlich relativ safe. Ich glaube, das hier ist das Haus der Ritter. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht, oder doch?
So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Ja, komm, machen wir mal. Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun mal... Ja, okay, wie viel haben wir überhaupt? Gar nichts. Ja, super. Ich glaube, der hat da nichts gegen, wenn wir uns mal die Milch ausleihen. Oder das Brot oder Wacholder. Ja. So, wir müssen ja auch eigentlich schon hier rausrennen, weil wir müssen ja wieder Dings finden. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hier, sag an. Wir müssen... Ich hab's vergessen. Genau, wir müssen ja hier die Suchtrupps, hier die Erztruppen-Dinger da... ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall diese Schürfstellen oder so. Die müssen wir auf jeden Fall finden. Und wir müssen noch irgendeinem Bescheid sagen, habe ich so in Erinnerung. Weil das ist schon wieder ein bisschen her, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Koch, Honig, hast du noch nichts dagegen, wenn ich mir das mal nehme, wa? Huch, jetzt stehen hier auch 2 Ritter, Garo und Ritter. Was ist das hier? Ah, Oritsch. Oder wieder, das glaube ich der, oder? Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Okay. Ich soll die Schürfstellen aufsuchen. Das wird kein Kinderspiel sein, sieh dich vor. Suche vor allem die Paladine auf. Sie führen die 3 Gruppen an. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Parsival. Okay. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Oh, alles klar. So, mit denen sollen wir reden. Was kannst du mir über die Schürfe erzählen? Ich habe die 3 Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils 1 Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Grimes. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Jargan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Das wird wohl Xaras Turm sein. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Okay. Genau, wo ist Diego überhaupt mit? Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Alles klar, dankeschön. So, haben wir jetzt eine... Da, Garons Minenkarte, wo sind die? Ja, weiter weg geht's auch einfach gar nicht, also, ich glaube, da wo die Eislandschaft ist, war da nicht mal Söldnerlager? Na egal. Okay, irgendwie müssen wir hier raus. Nur wie ist eine andere Frage. Oh je.
So, wir kundschaften hier erstmal alles aus. Reden wir doch mal mit dem Koch. Finger weg von meinen Töpfen. Niemand geht an meine Töpfe, verstanden? Nein, ich berühre deine Töpfe nicht. Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat. Na gut. Scheiße, die Kisten gibt's hier nicht mehr. Ja, so viel gibt's hier dann nicht mehr zu machen. Wir können ja mal mit dem da hinten noch sprechen. Ich hab so einiges gehört. Gerold. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Ja, so kennen wir Gorm. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merk dir das. Okay. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein! Und wenn ich dir Gold zahle? Das hätte doch Nein. Warum hört er eigentlich? Schläfst du eigentlich nie? Nein. Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Ja, das sehen wir nochmal, Kollege. So, okay, gibt's hier noch irgendwas? Genau das habe ich auch. Ah, schade, die Treppe gibt's also da nicht mehr da unten. Was ist denn da drin? Brutus. Hey, du. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Ja, ich glaube, da solltest du auch nicht rangehen. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Abgemacht. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja, gut. 200 Gold werde ich den von uns auf jeden Fall nicht geben. So, und jetzt haben wir hier schon ganz Zeit gequatscht. Jetzt sollten wir auch mal hier rauslatschen. Ja, nur wie? Also müssen wir jetzt wieder da unten lang? Ehrlich, Ich hätte das nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Und dann trainieren wir nochmal eben Zweihänder. Da der uns ja jetzt noch keine Stärke lehrt. Warum hört er nicht? Na komm. Lass uns. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Davon lasse ich lieber die. So, sind wir denn jetzt schon Kämpfer? Weg mit der Waffe! Ja, ganz okay, ganz okay. So dumm, wie du aussiehst. Ich geb dir gleich dumm. Senkrad. Wer ist das nochmal? Zeig. Hat der nur Spruchrollen? Geschicklichkeitsbonus, den sollten wir uns, das sollten wir den auch mal abkaufen. Aber noch nicht jetzt. So. Okay, wenn es hell ist, sieht es jetzt ja auch nicht so beruhigend aus. Jetzt kommt. Da ist noch eine Höhle, da gucken wir nochmal rein. Was? Alter, davon stirbt der Junge? Naja, gut, okay, gucken wir da nicht rein. Ist das gewollt oder war das jetzt ein Bug, dass der durch. Ein Meter da, wo der da runterspringt. Jetzt geht er. Oh mein Gott. Okay, so. Ja, da kriegt er nichts abgezogen. Na, egal. Okay, hier ist es sehr dunkel. Ein Lederbeutel, okay.
Gorns Lederbeutel, okay. Oh. Oh, ja, der hat viel Gold dabei. Aber wieso hat Gorn das denn hier versteckt? Na ja, gut, okay. Brauchen wir wahrscheinlich für eine Quest oder sowas. Okay, da sehen uns die Orks, glaube ich. So, Moment, lasst mich mal kurz auf die Karte gucken. Wo wir denn genau hin müssen. Okay, ich versuche mich ja jetzt zum... Okay. Da stehen Orks. Okay, wir laufen. Scheiß drauf, wir laufen jetzt einfach geradeaus. Alter! Macht doch mehr Damage! Nein! Habt Gnade! Nein! Die verfolgen uns noch! Halt's Maul, ihr komischen Käferratten-Dinger! Hilfe! Sind die noch hinter uns? Oh, die gehen weg. Verdammt. Ah, da können wir hochklettern. Sind das viele? Nein, 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 geh da hoch! Ja, Alter, was? Wie viele Teile der auf uns drauf schießt, Alter, wie krank, ey! Wie sollen wir da denn. Wie sollen wir denn da vorbeikommen? Ja, jetzt spring da hoch und reg mich nicht auf. So, hier drunter ging das, ne? Genau. Und jetzt in Gorns Lederbeutel. Das war klar, dass Gorn wieder so viel Gold dabei hatte. Hat. Okay, wir laufen mal hier weiter. Vielleicht ist es hier nicht so schlimm. Moment, jetzt muss ich nur noch mal eben kurz gucken. Dann gehen wir einfach mal eben nach ganz da oben hin. Oh scheiße, die haben uns ja schon gesehen. Ich hoffe mal, die können hier nicht runterspringen. Okay, hier ist nichts. Können sie doch. Der joggt da ganz gemütlich. Ja, natürlich, hätte mich einmal und ich bin fast tot. Alter, ist doch unmöglich, da rauszukommen. Was meint er, können die schwimmen? Ich muss mich gerade... Nein! Die Spruchrolle, die wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das sind auch noch Goblins. Und Trank. Wir haben es geschafft, Leute. Boah, den brauchen wir auf jeden Fall. Nice. Was war das jetzt für eine Spruchrolle? Wo ist der Feuerball? Oha. Gibt auf jeden Fall sehr viel. Sehr viel. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. So, okay. Hier, aber wir können uns mal. Lass mal da reingehen. Ich sehe da hinten, glaube ich, eine Truhe. Kann man hier einen anlocken? Ja, natürlich kommen alle. Ja. Ja. Wenn der Typ die mal treffen würde.
Dann wäre mir auch schon geholfen. Ach komm, leck mich doch, Alter. Kann man ja von hier hätten irgendwie glitschen oder so. Ja, guck mal. Ja, ach du Heiliger. Nee, auf jeden Fall, die sind noch zu stark, so kleine Goblins, Alter. Der hier gespeichert. Naja, egal. Was ist denn hier? Da sind auch noch Ohrkrieger. Ich dachte, die wären nur vor der Burg. Okay, hier. Wir sind aber auf dem Weg. Oh, shit. Ich glaube, ich hätte doch lieber... Ist da oben einer, Alter? Oder wieso sind die Barrikaden da? Na, super, sind auch die Lurker. Wir können ja mal gucken, ob da einer ist. Ich glaube endlich, wenn die Lurker hier sind. Nein, hier ist natürlich keiner. Hm. Oh doch, da sind welche. Oh, ich glaube, die werden mit den Viechern auch nicht fertig. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Ich glaub... Komm her, Mistvieh! Krass, die sind aber stark. Das war's. Okay, was haben wir da aufgenommen? Oh, der ist gut. Nichts zu plündern. So, hier speichern wir mal. Das scheint relativ safe zu sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Gothic 2. Ciao.